Hallo und herzlich willkommen zu Physik mit Kalle. Wir befinden uns immer noch im Gebiet Elektrizität und Magnetismus und wollen uns heute noch ein zweites Video zum Plattenkondensator, diesmal mit dem Thema die Kapazität, ansehen. Wir lernen heute, was die Kapazität eines Plattenkondensators ist, wie man sie berechnen kann und zum Schluss noch kurz, was es denn so für verschiedene Bauformen von Kondensatoren gibt und wofür man die Dinge eigentlich einsetzen kann. Na dann fangen wir mal an. Was ist sie denn nun, die Kapazität? Einfach gesagt, die Kapazität C eines Plattenkondensators ist eine Konstante, die uns angibt, eine wie große Ladung dieser Kondensator bei einer bestimmten angelegten Spannung U speichern kann. Anders ausgedrückt, je größer die Kapazität eines Kondensators ist, desto mehr Ladung und damit auch Energie kann dieser Kondensator speichern. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.